super Klang, die ist in ADGC gestimmt, damit ich mit meiner Tochter mitspielen kann. Meine Kleine, die Mathea, spielt Geige und die macht das ganz toll und da muss halt der Papa ein bisschen mitspielen. Gell? Ja, ja. Dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Gell? Ja, du kannst ein bisschen höher gehen, schau mal Harmonika ein bisschen zeigen. Ja. Ja, wir haben uns da ein bisschen gespült, haben wir ein bisschen zwischen Holz und Metall. Ja, ja, genau. Aber in ADGC muss man noch dazu sagen. Ne? ADGC, ja genau. Genau. Ja, meine Lieben, passt. Jetzt gehen wir eigentlich zum Walter. Und zwar, ich will jetzt Ihnen zeigen, was der Walter tut und macht. Das muss er sich jetzt anschauen, weil er hat wunderschöne und super Produkte aus der Holz. Und ja, sag mir eigentlich ganz ehrlich, wir sind ehrlich, eigentlich das, was ich da in Lage gesehen habe, ist ein Sortiment, das, was draußen steht, ist der zweite. Genau. Eigentlich angefangen bist du mit dem oder wie ist dann zu dem, genau, diese Geschichte kommen, genau, was wir jetzt so dann später zeigen. Also die Firma ist aufgebaut in Großhandel und in Detailhandel. Im Großhandel wird Schnittholz, Leimbinder, also alles, was in der Baubranche benötigt wird, für die Baufirmen, für die Zimmereien, bedienen wir über diese Schiene. Und für einen Endverbraucher, also gibt es die zweite Schiene, das ist die HS und da ist die Holz im Gartenschiene und da wird eben also Kesseldruck, tiefenimprägnierte Gartenmöbel, Gartenspielgeräte, Zäune und dergleichen verkauft. No. Kessel tiefenimprägniert, deswegen, das ist, du hast ein Produkt, nie mehr streichen, du hast 15, 20 Uhr eine Ruhe, du stößt das um, 365 Tage Outdoor, du brauchst nie mehr reinholen, nichts streichen, also wirklich wartungsfrei und das ist das, was ich denke, was das Wichtige ist. Gell? Und das, was ich jetzt zeigen will, ist, dass das sind diese Endprodukte für Endkunden. Ja, wenn der irgendjemand jetzt irgendwas baut und so, konnte das auch kriegen. Aber natürlich. So Gartenmöbel, das, was wir gerade da draußen sitzen. Weil, wenn Sie jetzt das bei Walter kaufen, ist sicher anders wie bei einem Großhandel. Darf ich nicht sagen, bei wem. Ne? Aber bei dir ist das original eigentlich. Kommen die Großen zu dir und kaufen viel ab. Ne? Ja, natürlich. Ja, ist so, muss man ganz ehrlich sagen, wie es ist. Ihr kennt diesen Geschäft. Und das, was ich jetzt zeigen würde, ist, da muss man jetzt da drauf gehen und da gehen wir jetzt, meine Lieben, das können Sie jetzt sehen, so, auf der Produktkatalog 2021, wahrscheinlich auch 22. Ne? 22 kommt jetzt in einer Woche auf den Markt und das von den Produkten ist ungefähr ziemlich dasselbe. Gell? Genau. Und da sehen Sie, wir gehen sowieso von Produkt zu Produkt. Ihr könnt uns zwar hören und nebenbei würden wir alles zeigen, was da bei den Holzbirke alles gibt. Und Holzbirke, ganz einfach, das sehen Sie, deswegen bin ich jetzt stehen geblieben, www.holz-birke.at steht da in der, da rechts, da bin ich gerade mit Maus da drauf, da können Sie das alles anschauen, am besten ist der Walter direkt zu anrufen und fragen. Anrufen oder eben. Genau. Allenzeit, der erste soll solche, wie sag mal, Sitzgarnitur, schauen Sie, wie das ausschaut. Und zwar, da sehen Sie auch die Breite und alles. Tisch, zwei Bänke, ca. 155 cm. Tisch oder Bank, eigentlich, das können die überall zu Hause stellen. In den Garten. In den Garten oder viel im öffentlichen oder die im Gastgarten für die Wirtshäuser, für die Hotels, für die ganze Gastronomie im Prinzip. Gell? Weil genau. Das wirklich langlebig ist und da. Ja. Du hast die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre, hast du Armutsfreude mit diesem Super. Produkt. Perfekt. No, dann haben wir, gehen wir weiter. Das ist der, am besten ist, dass du das alles beschreibst, weil du kennst sie besser aus. Du siehst die Außenzeit, gell? Ja. Also wenn man ein bisschen runterscrollt, das ist die gängigste, die ist ein bisschen kleiner, gell? Mhm. Und ein bisschen leichter. Die kann man dann nachher, wenn man will, also wegräumen. Gell? Ist natürlich alles Kessel, Tiefendruck imprägniert. Das heißt, das wird mit Kupfer und mit Salz ist das. Kupfer- und Salzlösung wird das unter Druck eine gewisse Zeit lang, also unter hohem Druck im Kessel imprägniert und das geht die Salzlösung in die Bohren des Holzes und du hast dann also wirklich eine konstante Imprägnierung. Und das kann locker auf den Regen stehen, oder? Das kannst du in der Wiese dort stehen lassen, also im Regen stehen lassen, du brauchst nicht mehr streichen, gar nichts. Gell? Gar nichts. Und absolut ökologisch, da ist keine Chemie drin, gar nichts. Gell? Genau, und wie lange lebt das sowas? Also da hast du
würde ich mal sagen, also 10, 15 Jahre auf alle Fälle. Sicher. Und weil es den vorher kaputt wird, ewig. Okay, da siehst du. Da können Sie es sehen. Dann ist eine Auszeit, ist der nächste. Das ist ganz eine tolle Garnitur, weil die ist relativ, die ist leicht, gell? Und die ist ein bisschen vom Design her ein bisschen aufgelockert und passt perfekt also auf jede Terrasse. Genau. Oder auch im Gastgarten oder wie auch immer, gell? Nur wenn kein Geheimnis, weil du weißt, wie wir Menschen sagen, wir fragen immer wieder über den Preis, was kostet die zum Beispiel? Ja, es billig ist es nicht, aber es ist auch nicht teuer, sondern wenn er so eine Garnitur fängt an, so bei zwischen 750 aufwärts bis 1300 Euro, so in der Kategorie sind wir derzeit. Gell? Du, aber das sind eh in Ordnung Preise. Weil das denke ich auch, weil du musst die Lebensdauer auch rechnen. Freilich, gell? Das, ne? Ist, das ist auch so. Ist schon leistbar. Na, genau, passt eh, ist eh super. Dann haben wir Freizeit. Die Freizeit, das ist auch eine Locker, die ist nur ein bisschen von der Dimensionierung etwas kleiner. Gell? Und ich finde, die schaut auch sehr locker und luftig aus, gell? Genau. Aber trotzdem sehr, sehr stabil und kompakt, gell? Also super. Für die also schon jahrelang drauf ein schön, was Schönes. Gell? Na, schöne Sachen, echt. Eigentlich, wenn ich das so schaue, dann denke ich, ich brauche auch was daheim. Aber das ist für mehr Leute. Ne? Ja, das ist für die große Tafelrunde. Gell? Also da, haben schon einige, da haben schon viele Leute Platz. Gell? Genau. Was habt ihr da? Zwei, vier, sechs, acht, zehn Leute haben da Platz. Ne? Der runde Tisch für 10 Leute. Gell? Genau. Wenn du die Bänke ganz zusammenstellst, hast du einen schönen Kreis. Genau. Und das ist eine tolle Sache. Genau. Geht da sehr, sehr gut, wird sehr gut nachgefragt. Gell? Zeitfrei, das ist ein Riesen. Das ist unser Verkaufsschlager schlechthin. Der steht, das sieht man bei den Kommunen, so wie zum Beispiel bei der Aussichts, wo Aussichtsplattformen sind oder schöne Aussichten ins Tal. Das ist eine Doppelliege, da haben zwei Erwachsene ein Kind Platz und wenn du einmal eine liegst drin, da stehst du nie mehr auf. Gell? Mhm. Nicht, weil du nicht aufkommst, sondern weil das total relaxed ist. Okay. Interessant. Aber das ist eh, ich habe schon probiert da bei dir, weißt du? Ja, super. Die heute Glück haben. Ja, für mich sowieso. Für mich sowieso. Das ist ganz schwer. Also die hat umgestellt, die hat locker 150 Kilo, gell? Okay. Und die hält natürlich was aus, gell? Gehen wir zu, das ist super, weißt du, im Garten kannst du tatsächlich draußen was du genießen. Da habe ich schon bei mir gesagt, du bist bei mir gewesen, weißt du. Würde ja, sowas passt ich, das genau mehr. Siehst du schön oben? Genau. Aber da würde ich noch mehr schlafen. Ich schlafe schon viel zu viel, weißt du? Ich glaube, du schlafst ein bisschen zu wenig. So agil wie du bist und so viel wie du unterwegs bist, gell? Ja, ab und zu ist zu wenig, so wie du gesagt hast. Aber du weißt, wie das ist. Auf alle Fälle gehen wir jetzt weiter. Bei der Birke Holz gibt es viele Produkte. Okay, das ist der Picknick. Kids Picknick. Für die Kinder. Das ist, da haben sechs kleinere Kids oder vier größere Kids haben da einen kleinen Platz, gell? Und ist, wird sehr, sehr, sehr gerne gekauft, weil heute halt Kinder, hast du extra einen Kindertisch, wo die Kinder schön zusammensitzen können und die Erwachsenen können in Ruhe quatschen und die Kinder haben trotzdem einen Spaß. Gell? Jetzt gehen wir ganz kurz auf die Kamera. Ich muss den Leuten noch was sagen, die das uns zwar verfolgen, unsere heutigen Südklang-Freunde. Wenn Sie irgendwelche Fragen habt, muss ihr nur eine schreiben bei Facebook und da würden wir gerne antworten. Aber gehen wir jetzt weiter, dass wir zeigen, weil da habt ihr gesehen, wir haben da wir sind auf der 9. Seite von 36, da gibt es viele Produkte beim Holzbircher, bei der Walter. Ganz kurz, gehen wir jetzt weiter, das waren wir bei den Kindern. Das ist der Matteo. Ja, das ist die Parkbank Matteo. Das ist eine richtig, so wie seinerzeit in Schönbrunn in Wien sieht man diese Bänke sehr stark. Das ist wirklich also in Grauguss gehalten, also kompakt, schwer und 40 mm starke Dielen als im Rücken und im Sitzbereich. Also die halten wirklich, wird sehr gerne von den Gemeinden also und für Parkanlagen sehr gerne gekauft. Gell? Und das geht da sehr gut, da gehen dann Haufen Stücke pro Jahr. Gell? Auch interessant für die, auf alle Fälle, für Gemeinden und so, die kaufen sowas gerne. Hat die Saison jetzt angefangen, also sind wir mittlerweile also wirklich ausgebucht. Gell? Mhm. Und Lieferzeit machen wir derzeit ungefähr 3-4 Wochen. Gell? Okay. Und das ist jetzt sehr gut.
sehr schnell. Sehr mal schnell, gell? Ja. In Zeiten wie diesen. Solange der Holzvorrat noch da ist und solange noch irgendwie geht, gell? Maxi. Aha. Maxi, das ist eine ganz tolle, kompakte, für auch Parkbank, der Unterteil aus Beton, die Sitzfläche aus kesseloktivem imprägnierten Holz. Oder bei Sportplätzen zum Beispiel, Bushaltestellen wird das sehr gerne. Die ist halt wirklich schwer. Die kann keiner mitnehmen, gell? Also gegen Vandalismus hast du mal kein Problem damit. Ja, also die Leute groß aus, da gibt es keine Probleme. Ja, nur wenn du einen kriegst, der das. Ja, dann musst du stark sein. Die Bank, die hat ungefähr auch so bei 150 Kilo. Ja, also, ja. Dann brauchst du schon 3, 4. Ja, 4. Also, ja, zu viert geht, ja. Zwei Leute. Magdalena. Ah, die schöne schön. Magdalena, ja. Ja, perfekt. Das schaut super aus. Noch mit dem Tisch zusammen. Ja, das ist auch ein bisschen höher, genau. Das alles sehen auch, muss man schauen. Ja, das ist auch für am besten so wie auf den in Garten zu haben oder sowas. Ja, ja, also aus Rundprofilen gefertigt, ja. und das ist auch für den Garten, für den Biergarten, auch für die Kommune bei Rast- und Parkplätzen. Gell. Also wirklich, die geht auch sehr gut, die wird sehr gut angenommen. Und ja, also kannst stellen, wie du willst, gell, und dann klasse. Kannst in Ruhe, können da locker, also 4 Leute, 5 Leute essen, gell? Ja, muss ich ehrlich sagen, also gehen wir dazwischen immer wieder ein bisschen auf der Kamera, dass die sehen, dass wir zwar tatsächlich da sind, live. Ja, genau. Ich habe gesehen, dazwischen haben geschrieben, ist ein bisschen schlechtere Verbindung, aber wichtig ist, dass sie uns zwar hören und zweitens, ich nehme gleichzeitig alles auf, das bedeutet, würde dann perfekt aufgenommen sein und wir könnten diese Livestream dann noch einmal reinspielen, weißt du? Ja, das wäre optimal. Ja, das, da können Sie dann immer wieder anschauen, da gibt man auch bei der Südklang YouTube-Seite rein, weißt du, da können Sie, das bleibt für immer und ewig drin. Was ich eigentlich sagen will, interessant ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe das schon verfolgt, schaut auch bei mir zu Hause, was ich alles verwenden kann. Und die Sachen kann man sehen, was ich gesagt habe, bei den großen Händler braucht man nicht sagen, diese großen Baumärkten und so. Aber das, was bei dir Vorteil ist, da kommt es hier, meine lieben Südklang-Freunde, direkt zum Hersteller. Das ist wie bei mir, man sagt, wenn Sie bei mir Harmonika kaufen, geht es nicht über Händler, kommt es hier direkt. Genau. Der Ansprechpartner, ein Ansprechpartner von Anfang bis zum Schluss. Und das genau. Und ich denke, weißt du, die Zukunft geht sowieso, schau, heutzutage, wir haben Internet, wir haben alles. Früher ist anders gewesen, freilich. Nimm mal jetzt Burgenland, weit weg, da ist der Christian zu Hause, hat er geschrieben, liebe Grüße. Hallo, und der Christian. Petra. Und hallo Peter. Da musst du, da musst du regeln, ja, das aber. Schöne Grüße ins Burgenland. Ja, und freilich, früher ist so gewesen, ja, bist du dort zum Händler gegangen, weißt du, er hat dir alles erklärt und so. Heutzutage, du hast Internet, du kannst alles schauen. Und dann einen Ausflug nach Kärnten machen, sonst du hast auch einen Lastwagen, kannst du vorbeibringen, ist ja kein Problem. Das geht alles. Das geht alles, ne? Der Spedition machst du heute alles. Richtig. Ne? Und wie gesagt, aber da haben sie direkt Zugang zu ihm und da sage ich auch bei mir, weil die haben mich gefragt, ja, warum ist bei dir Harmonika, was nicht? Ein gleiches Harmonika, was bei Mitbetreiber, quasi mit gleichen Stimmplatten und alles, 1000 Euro billiger, weil ich habe gesagt, ganz einfach, wir machen nichts mit Händlern. Ich will den Händler nicht Geschäft wegnehmen, aber die Zeiten haben sich sehr geändert. Das weißt du selber. Ja, das ist, man hat eine gescheite Qualität und trotzdem zu einem vernünftigen Preis. Und es geht nur, wenn man so klein wie möglich die Bewegungslauf hochhaltet. No, und ich sag, wie gesagt, eigentlich geht es, und das Beste ist sowieso immer gewesen, Mundpropaganda. Die war. Oh, man darf. Ich sehe bei uns, in unsere, wir haben auch von 60-70% noch immer der Kunden sind von Anfang an mit dabei. Gell? Also, das ist, also denke ich, wird das schon passen. Gell? Genau. Ja. Gehen wir weiter, wir haben noch genug Produkte da. Ist interessant. Wir sind auf die Seite 12 von 36. Macht nichts. Ja, nein, ist in Ordnung, passt. Was das ist, immer interessantes Livestream. Das kriegst du ja nur bei Südklang. Nicht nur alles über Musik, aber diese Tradition und solche Sachen, die gehören auch zur Musik. Weil du musst eigentlich auf solchen Bankel sitzen und spielen, ne? Das ist im Prinzip ein Harmonika-Bankel, ja. Da sitzt das schön um und fertig. Schau. Dann 5 Harmonikaspieler Platz. Ja, genau.
Nein, aber schön, super Idee. Das sehe ich erstes Mal und ich schätze nirgends. Ja, Kunde ist einfach zugekommen und hat gesagt, haben wir da nicht eine Chance, dass er dann Baum und den will er nicht wegschneiden und ein Bankel rundherum. Ich habe gesagt, ja, schauen wir mal. Gell? Und so sind wir noch ins Geschäft gekommen. Ja, gell? Ja, super, perfekt. Schaut super aus. Und das ist schon seit 8 Jahren ist die Bank drüben. Aha. Und ich sag, da sind sehr viele gute Gespräche geführt worden. No, jetzt ist ganz wichtig, schau, das musst du jetzt erklären. Was das sind die Rund und Halb, das ist eigentlich für einen Garten, wenn du Pflöcke brauchst, Pfähle brauchst, gell? Oder wenn du machst eine Umrandung und so, dann nimmst du also die Halbprofile und die Rundprofile. Okay. Oder du willst da selber zum Beispiel eine Schaukel bauen oder irgendwas, dann nimmst du Kesseldruck imprägniertes Rund reduziert, das heißt, das ist gleichmäßig stark, also von Vorderseite bis zur Rückenseite zylindrisch, also das gleiche Maß. Gell? Super, perfekt. Perfekt, alles kriegst du bei dir und da ist der. Und das sind die Palisaden, also wenn man so Blumenbeete, Eckenfriedungen, gell? Das ist auf Bänder, auf Kunststoffbänder, also die nicht verrotten, also die nicht verrotten. Dann rollst du das auf und gibst hinten den und pflanzt deine Blumen aus, bist schön, kannst rund, oval, dickig, wie du haben willst, kannst das Glas auslegen. Gell? Perfekt, perfekt. Dann haben wir den Das Gleiche ist, wenn du eine Terrasse selber bauen willst, gell, oder eine Poolumrandung oder ein Balkonboden, wie auch immer, das ist alles Kesselrocktiefen imprägniert. Es ist, so wie du immer sagst, bei den großen Händlern, wir sind, wo diese Produkte sind, ein bisschen teurer, aber mit der Qualität sind wir nicht so viel Anbieter. Gell? Okay. Und das ist wirklich, entspricht den allen EU-Normen, was halt ist, und durch das und kommt dann diese Langlebigkeit dann raus. Gell? Besonders, wenn du sagst, bei Pool, ne? Wenn du bei Pool machst, das erwartest du, dass das ungefähr schon 10 Jahre auskommt. Genau, so ist es. Und das ist halt ein Holz, was aus diesen Breitengraden kommt. Das ist kein Tropenholz, das ist kein exotisches Holz. Und deshalb hast du halt den Vorteil nachher, dass eben das Material länger wirklich schön bleibt. Gell? Schön, super. Dann, das ist auch für Terrassen. Das ist auch für Terrassen. Das sind halt Drittelemente, die sind halt gerillt oder glatt oder grob gerillt. Gell? Wobei momentan der Trend, dass in den letzten 2 Jahren zum glatten Profil geht. Gell? Okay. Weil das Glatte einfach, wenn man barfuß drauf geht, angenehmer ist mit den Rillen, spürst du das in die Füße, fängt das an, ein bisschen stupfen, ein bisschen weh dran, die Rillen. Gell? Und mit Glatten hast du das weg. Gell? Ja. Dann haben wir. Das ist auch was sehr gut, diese Holzroste, das sind so wie große Holzfliesen, alles Kesseldruck-Tiefen imprägniert, gelegst längs so wie Schachbett, längs quer. Gell? Und schon hast du auf deiner betonierten Terrasse eine tolle, lebhafte Terrasse so lange gebaut. Gell? Ja. Und das kann auch freilich Sonne drauf scheinen, Schnee, alles. Sonne, Schnee, das ist 365 Tage Outdoor. Die Optik, die bleibt die nächsten 10, 15 Jahre wirklich so. 50 mal 50 so ungefähr. Ja, bist schnell mit dem Verlegen, gell? Das geht ruckzuck. Ja, du als Tischler, du hast ja ein räumlich, als gelernter Tischler ein räumliches Vorstellungsvermögen. Ja, das ist so. Aber also, was wie das ist. Das ist auch die Längsbank, so eine Unterkonstruktion oder wenn du dann Zaun machen willst für die Querleitung oder Konstruktion für Rosengitter, Rankengitter und dergleichen. Gell? Und da hast du Zaun. Das sind so Zaun, Latten, Zaunelemente, eben gerundet, halbrund. Sehe ich, ja, schön. Wie man heute halt so gerne hat, gell? Perfekt, perfekt. Also der Kreativität des Do-it-yourself-Bereichs sind keine Grenzen gesetzt. Ja, ja. Dann haben wir Windschutz, Sichtschutzelemente, genau. Ja. Das haben wir auch mit im Programm drinnen, gell? Schön. Schön. Alle mögliche Varianten. Die gängigsten Sachen. Ja, das können die sehen, wie die ausschauen da, ne? So rechts. Man kann reinschauen und sonst dann schickt uns einfach eine Idee, wo ihr das gerne haben wollt. Wenn es machbar ist, setzt man es gerne um. Ja. Die Hochbeete, wo jetzt Saison ist, gell? Und die haben wir eben in verschiedenen Größen. Die kleine eben 80x120 und das größere 80x190. Gell? Ja. Und gibt es eine Hochbeete oder sonst niedere Beete. Gell? Mhm. Das ist interessant, würde ich jetzt fragen, weil vielleicht brauche ich das für meine Frau zu Hause. Jo. Was kostet jetzt so eine 120x80? 120x80, das ist
da sind wir ungefähr so bei 250 Euro. Gell? Okay. 250 Euro die Hose, bist dann so ungefähr bei 300 Euro. Gell? Das ist okay. Fix und fertiger Bausatz. Quasi, du musst nur rein, das alles geben. Du brauchst nur mal, das sind vier Elemente, ja. Die Schrauben zusammen, die Schrauben ist alles dabei, da ist innen die Folie drinnen und unten das. Das Wühlmausgitter, sagen wir, dass die Mäuse nicht draufkommen, das ist auch mit dabei. Ist auch mit dabei, okay. Satz, gell? Gut zu wissen, das ist doch. Und dann, ja, kann man das auch nach dem. Du warst bei mir daheim und ich habe schon gedacht, weißt du, wo der Garten ist, da kann man jetzt ein bisschen auf Kamera gehen, dass die Leute sehen, dass wir. Dass wir live da sind, gell? Dass wir live da sind. Weil du hast bei mir im Garten draußen gesessen und. Meine Idee war, oder mit Frau haben wir geredet, weißt du, wo der Berg so runter geht, dass wir so Schreck machen und dann, wenn du quasi auf den Garten gehst, da brauchst du es überhaupt nicht bucken. Du das kannst so stehen, ne? Ja, ja. Ist das auch möglich, so zu machen, so Schreck. Alles geht. Weißt du, zu schneiden. Alles geht, das schaffen wir. Das schaffen wir. Damit du den nicht bucken brauchst, gell? Ja, auf ja. Das geht. Weil das geht. Eine ja. Gute Idee, ne? Nein, also Hochbeet wird, ist ja das so klasse. Gerade du sagst, wenn man mit dem Rücken Probleme hat oder wenn man halt. Wenn man es runtergebucht, hast du alles in einer Arbeitshöhe, du bist auf 80 cm oben, du kannst das alles klasse runternehmen. Gell? Ja, ja. Das ist schon eine gute Entwicklung gewesen, also mit den Hochbeeten, ja. Das muss man schon sagen. Das, aber da muss man so schräg ein bisschen, was da absägen, so ungefähr, dass das auf den Berg genau, eingepasst. Genau, machen wir. Nimm das nächste Mal eine Sorge mit, wenn ich runterfahre, dann machen wir das. Ja, kommst du erst in August zu mir. Ja, so, meine Lieben, schau mal, jetzt ganz kurz dazwischen, bin ich gespannt, wer alles jetzt dabei ist, wer alles uns zwar begrüßt hat, und zwar Bernd Josef, Uhrmann, sauber gespült, Walter. Hatte. Danke, Bernd. Schöne Grüße aus Bayern. Dann haben wir Christian Kein, liebe Grüße aus Burgenland. Mit Petra haben wir schon vorher begrüßt. Christian, bitte. Ja, hallo. Diese Kamera, geradeaus da. Dann haben wir Peter Isop. Servus, René. Schön, dass du in Kärnten bist. Danke, Peter, das ist Polizist, weißt du. Wir haben nichts getrunken. Also. Nein, nichts getrunken und nichts gegessen. Nein. Weil in Kärnten kriegst du nichts. Nein, deshalb schaust du gut aus, gell? Ich kann nicht mehr atmen, ich muss jetzt abnehmen. Jetzt ist was? Muss auch abnehmen ein bisschen. Ich habe jetzt gerade eine Diät gemacht. Ja, ich habe drei Diät. Was? Du hast drei Diät? Drei, Diäten? Weißt du warum? Warum drei? Weil von einer bist du nicht satt. Dann hör mal. Silvia Lauper-Geiger, kennst du die? Mhm. Guten Abend und die Runde auf geht's. Dann Beat Max aus Liechtenstein, liebe Grüße. Ah. Dann, oh, schau, super, das ist mein Papa. Weißt du, wer das geschrieben hat? Wie deine Tochter. Matthäa Birke. Ja, hallo Matthäa. Dann hat der Jürgen Eck uns begrüßt. Jürgen, wir sehen uns nächste Woche in Schwarzwald auf der Seminar. Dann der Dirk, servus ihr zwei. Dann der Harald. Harald kommt morgen aus Niederbayern zu mir. Seine Harmonika ist fertig. Schön. Eine, auch so wie deine. Jeder hat was. Ja, weißt du, wenn das einzelne Dinge sind und nicht so Serienproduktion, dann ist das, ich freue mich schon, lieber Harald. Dann Romeo Hasse, herzliche Grüße aus dem Erzgebirge. Dann der Karl-Heinz Kominger, Grüße aus Ostfriesland. Ostfriesland, ja. Der braucht so ein Winkel um, weißt du, weil da ist schon viel Salz im Luft, weil ja. Der kommt von Nordsee. Das haltet. Das haltet, ne? Das haltet, ja. Ja, ja. Für ihn haben wir was Spezielles gebaut, muss ich jetzt Geschichte erzählen. Und dann, ja. Durch den Transport ist was beschädigt worden, dann haben die Harmonika zurückgeschickt und die haben verloren, Paketdienst. Was, wirklich? Ja, das ist Katastrophe. Aber, lieber Karl-Heinz, es ist ein Grund gewesen, warum, weil wir bauen jetzt noch bessere. Nissl muss da noch warten. Dann, Jürgen Eck hat sich beschwert, ja, wegen dem Bild. Ich sag, ja. Lass mir jetzt, wie es ist. Weil ich habe sowieso aufgenommen, auch wenn das Bild ein bisschen langsamer ist, aber dann gibt man diese Sendung in den nächsten Tagen wieder rein. Dann Beat Rössli, liebe Grüße aus der Schweiz. Dann Christian Kein, wunderschönes Instrument. Das hat der Jürgen noch geschrieben.
Ja, heute geht es ganz schlecht, haben die geschrieben. Aber schlechtes Internet heute liegt fest. Ja, keine Ahnung. Aber schauen wir mal. Ist ja wurscht, machen wir das jetzt fertig, gemütlich. Wie gesagt, jetzt geht's aber, hat Sabine geschrieben. Na, dann ist okay. Passt. Dann Alexander Pazek, Weltmeister auf der Steirischen Harmonika, der hat sich auch gemeldet. Auf alle Fälle, wir haben ein ziemlich interessantes Publikum gehabt. Genau. Aber, meine Lieben, ich habe versprochen, wir gehen alle Produkte durch. Bei der Holzbirke, da sind wir jetzt geblieben. Gehen wir weiter. Aha, Komposter habt ihr auch. Fertigkomposter, Stecksystem, ja. Das tut die Gartenabfälle und den Biomüll, also was praktisch kompostieren kannst, gell? Ja, super. Stecksystem, fertig, gell? Perfekt. Gehen wir weiter. Ah, okay. Abfall, Leimer. Ja, das sind die Spezialabfalleimer, die was im öffentlichen Bereich sind. So sehen wir auf der Autobahn eigentlich. Ja, genau. Wie, haben wir deswegen Uri genannt, die Wildsau, weil er eben das Problem hat mit der Schweinepest, gell? Und dass die Wildschweine sind ja nicht blöd. Die bringen die, wenn du jetzt das reinwirfst in den normalen Mistkorb, die holen ja alles raus. Gell? Deshalb brauchst du wirklich einen Deckel, der sie nicht aufkriegen. Gell? Aha. Und die Schweinepest ist eben nicht zu unterschätzen. Gell? Ja, ja. Und der ist auch da in unserem Das sind auch seine Abfalleimer, das ist alles so konstruiert. Das ist etliche Stücke bei uns in Liebenfels auf der wunderschönen Burg oben. Schön. Weil ich Holz ist Holz, ne? Ja, aber das durch diese Verarbeitung, durch diese tiefen Imprägnierung hast du halt natürlich sehr, sehr lange wirklich schönes Holz, gell? Ja. Weil alle sagen, Holz ist zwar schön, aber du musst das streichen und das ist aufwendig. Nicht, ne? Das ist anders, ne? Und das ist durch die Imprägnierung, habe ich eben das Problem eben nicht, gell? Nein, ich habe schon jetzt Ideen gekriegt bei mir, was brauche ich alles von dir, muss man dann später gerne nehmen. Gerne. Schreiben wir du auf. Hast du gesagt, dass du noch BSAs das brauchst, ne? Oder geht's nicht mehr? Renn mal aus. Okay. Rankengitter, ja. Aha, okay. Für die Rosen, für die Sträucher, gell? Schön, ja. Schön. Da, aha, das die Blumentröge, wo du deine Terrasse gestalten kannst damit oder den Sitzgarten im Gastbereich. Auch schön. Das ist halt alles kompakt, das haltet halt immer. Genau, wenn man es angreift, merkt man, was der Unterschied ist. Ja. Dann der Bergola. So Bergolen, weißt du, das ist, kommt man raus aus die, wo wir eben vorhin geschrieben haben, aus die Schnitthölzer, gell? Boah. So Durkan, Therese, gell? Ja, schön. Siehst du, wir haben alles tolle Namen für unsere Produkte, das sind die Kinder, die Enkelkinder. Die Familie ist verewigt, gell? Und da gibt es die Beispiele, man kann es ja sehen. Genau. Der Kreativität, schön. Wie jemand das haben will, kann alles mögliche sein, so Kundenfotos, so. Was die Kunden aus den Produkten gemacht haben. Gell? Pavillon auch. Schön. Da könnten die Leute ein bisschen so mehr intim sein, wenn die so mehrere Häuser zusammen haben. Wir haben es jetzt eh gesehen, durch Corona, die Leute sind viel zu Hause gewesen, haben sie gesehen, im Gartenbad, nicht schlecht, wenn man das machen würde und das machen würde. Deshalb ist und die Zeit wird ja leider nicht besser. Also am besten ist das Geld investiert zu Hause, im Garten, rund ums Haus, weil da hat man jeden Tag was davon. Gell? Genau. Nein, ist in Ordnung. Und in Steirische. Und natürlich in die Musik investieren. Genau. Und in eine schöne Südklangharmonika. Genau. Das haben wir jetzt nicht gezeigt, aber das Spielgeräte habt ihr auch. Das haben wir mir, das ist für den öffentlichen Bereich, das ist nachher natürlich für den Privatbereich auch. Für den öffentlichen Bereich ist das alles TÜV geprüft, also und deshalb ist auch die Rundling mindestens 14 cm Durchmesser, weil das muss alles tiptop sein. Okay. Dann müssen die Abstände, die Kettengliedergrößen passen, alles muss passen. Gell? Ja. Dass da nichts passieren kann, dass ein Kind nicht die Finger einzwickt oder wie. Gell? Sandspielboot. Das brauche ich. Das hat der Kunde, das ist auch Kreativität, ein Kunde hat das so haben wollen. Das machen wir bei mir, wenn wir ein Seminar haben, in der Zeit, wenn der eine bei Lehrer ist, da kann die andere da drin spülen. Ne? Ja, genau. Statt einem Sand, da mal ein Schaumbrot rein. Gell? Genau. Wow. Die hast du gesehen bei uns im Mustergarten auch draußen. Ja. Schaukel für den öffentlichen Bereich oder natürlich auch für den Privatbereich. Schön. Und da merkt man halt den Unterschied. Oder diese Wippe, gell? Das ist halt... Schön. Das ist noch für die Kindergärten oder für den öffentlichen Spielbereich. Man kann es natürlich privat für zu Hause auch nehmen, gell?
Nein, ist interessant. Das kostet ein bisschen mehr, aber du hast das Spielgerät und sicher die nächsten 10, 15 Jahre stehen. Es ist jetzt heute Werbung auch für alle Bürgermeister in egal wo, weißt du, weil die könnten das dann. Auf alle Fälle. Weil Spielgeräte, wenn man so durch die Gemeinden fährt, viele rüsten auf, das passt. Aber bei vielen können schon einige Geräte wieder gerichtet, dass was Besseres gemacht wird. Gerade die Kinder, dass das so wichtig ist, dass sie draußen an der frischen Luft spielen können. Gell? Na schön. Perfekt. Wow, was hier alles. Im Mustergarten, gell? Das ist eine tolle mit Kletterwand dabei. Da können sich die Kinder wirklich austoben. Gell? Hut ab, echt. Das ist der. Das ist mit der großen Nestschaukel, gell? Mhm. Und das ist wirklich kompakt. Das Edelstahl, also gelagert alles mit Edelstahllager, Edelstahlketten. Das sagt man Schaukel für René. Ja, perfekt. Perfekt. Da kannst du locker schaukeln haben. Ja. Oder so Hängebrücke, die Hängebrücke für Geschicklichkeitsübungen. Gell? Das ist viel bei den super. Parks, gell? Ja. Bewegungsparks, Freizeitbereich. Beispiel. Wow, das machst du ja auch alles, die Rutschen. Kriegst du komplett alles, gell? Super. Es ist ja eine Haftungsgeschichte, gerade im Gast, also bei den Gasthäusern, bei den Hotels, jeder was öffentlich, was Leute drüben hat, du musst ja heute alles überprüft haben. Gell? Also, und viele scheuen halt die Kosten, sie sagen, das ist zu teuer, aber wenn da was passiert, gell? Ja. Die Haftungsgeschichte ist ja voll verantwortlich. Und das vergessen viele. Gell? Ja. Abgesehen von der Dramatik, dass was passiert ist, aber dann kommen die Haftungsgeschichten alle. Das sind ja x-tausende Euro, was nachher. Ja, aber obwohl die schreiben. Negative Kritik und alles. Ja, aber ich weiß, das ist. Ein wunderschönes Gasthaus, super zum Essen, was da draußen schaust, keine gescheite Schaukel draußen und nichts. Ja. Und da sind wir jetzt am Schluss schon, denke ich. Da sind wir am Schluss, da sind auch die AGBs, was im Katalog drin sind, was wir alle haben müssen. So, auf alle Fälle, meine liebe Südklang. Harmonika, Freude, Alter, jetzt gehe ich wieder auf die Kamera. Gut ab. Danke, nee. Danke. Tolle Produkte. Freut mich. Tolle Produkte. Oh, ja, du, das ist unsere Spezialität, das ist deine Spezialität, echt. Auf alle Fälle, wenn Sie Interesse haben, es ist eigentlich sowieso alles im Internet. Es ist alles im Internet. Aber ich kenne viele Leute, die haben gerne so einen Katalog in Hand, die gehen so gerne durch, weißt du, weil das ist trotzdem anders. Ich muss auch anfragen, dann schicken wir ihm an oder sonst schicken wir ihm digital und auch von ihm selber ausdrucken, wie er das möchte. Ja. Auf alle Fälle, wichtig ist es zu merken, www.holz-birka.at wie Austria. Ja, genau, so wie Austria. Nein, echt top Produkte. Wie gesagt, weißt du, erst wenn du so durchgehst, kriegst du auch Ideen, weil, wie gesagt, du warst bei mir, weißt du, so. Das würde ich sofort haben, weil ich habe schon meine Frau gesagt, weißt du, so ein zeitfrei, so ein Liegestuhl und so ein großes, weißt du, das mich aushält. Genau, das hält die locker aus, das hat keine Probleme damit. Ich muss ehrlich sagen, alle, die das ich bis jetzt gekauft habe, weißt du, so ein ganz viel. Maximum am Monat. Tatsächlich. Weißt, mit der Frau auf der Liege oder ohne Frau? Freilich ohne Frau auf der Garten. Ich habe trotzdem so viele Nachbarn, die sehen alles. Wenn keine Nachbarn sind, sind die Jäger, weißt du, die das alles sehen. Die sehen alles, ja. Genau. Ja, meine Lieben, schauen wir mal, wenn irgendjemand was geschrieben hat noch. Aber ich keine Fragen nicht mehr beantworten genau. Müssen. Genau. Da hat nur der Günther Mayer Servus geschrieben. Das ist der Manager von Franz Michelitsch Ensemble aus Südtirol. Super. Und ja, was ich sagen soll, eigentlich schau ich eh 20.46 Uhr, sind wir 45 Minuten schon drin. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht, ja. Über das Holz könnte man stundenlang reden, gell? Freilich. Ja. So wie über die Musik und über die Harmonikas. Einmal machen wir so aus imprägnierten Holz, machen wir eine steirische. Ja, das war eh cool, gell? Aber in dieser Farbe würde ganz schön sein, so was, weil der geht schon so ein bisschen grün, weißt du, so. Da brauchen wir aber keinen Koffer dazu, weil da können wir immer draußen stehen. Genau. Ja. Der hat sicher gut klingen, gell? Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Haben wir fast alles gesagt, die Fragen sind keine mehr drin. Denke, haben wir alles bearbeitet. Gibt es noch so etwas Wichtiges, was zu sagen ist? Auf alle Fälle muss man sagen, wo deine Firma ist, du hast so schön gesagt, in der Nähe von St. Veit oder Klagenfurt. Ne? Genau, Liebenfels ist genau im Herzen von Kern, also genau in der Mitte St. Veit, Klagenfurt, Villach, genau in der Mitte ist dann. Von Autobahn 5 Minuten weg. Jo.
Und wenn habt ihr Lust, wenn sie im Sommer zufällig da in Urlaub sind in Kärnten, kommt vorbei, weil da draußen stehen fast alle diese Produkte, was der Walter in der Firma drin hat. Da könnt ihr probieren, Liegestuhl probieren, alles probieren. Es ist, so wie du sagst, es ist wirklich so, du merkst ja da auch beim Sitzen. Sitzen ist nicht, wie sagt man, Sitzen ist nicht gleich Sitzen. Gell? Das ist, und bei der Liege draußen ist das Gleiche. Wenn du das spürst, wenn du einmal drin liegst, das kannst du auch nicht kopieren, das kannst du auch schwer nachmachen. Gell? Und das ist eben der Unterschied. Gell? Ja. Das würde ich bei mir in meiner Holzhütte brauchen. Weißt du warum? Obwohl, jetzt habe ich schon einen guten Stuhl, weil es ist ein Zuschauer, mein guter Freund aus der Schweiz, der Bramko, haben wir vorher angerufen, ja. Hat gesagt, du brauchst einen neuen Stuhl, weil bei der alten, weißt du, ist immer so gegangen, das Geräusch gekommen. Aber da ist kein Geräusch. Ja? Da ist kein Geräusch. Und sonst, dann, wenn er eintrocknet, dann musst du ihm halt ein bisschen nachschauen. Gell? Aha. Weil das alles mit Schaum ist, das heißt, wenn trocken ist, was denn, dann geht er ein bisschen zusammen und dann muss er halt ein bisschen nachstellen. Wenn es mal zwei Wochen regnet, dann ist er wieder kompakt. Gell? Ist wieder kompakt, freilich. Weil das Holz wieder aufgeht, gell? So du, wie wir. Regnet oder wenn du zwei Wochen da sitzt und mit Freude fest feierst, dann geht auch ein bisschen was du Bier da drauf, ist ja kompakt. Und vor allem, was noch super ist, wenn du, so wie du sagst, ein Bier, du schüttest was aus, gell? Oder eine Flecken. Das macht die Sonne alles wieder weg. Gell? Wahnsinn. Aus Kaputsmittel, nichts. In zwei, drei Wochen siehst du gar nichts mehr. Perfekt. Die Sonne geht mit allen wieder. Gell? Perfekt, perfekt. Ja, lieber Walter, danke noch einmal, dass wir bei dir Gäste heute gewesen sind. Sehr gerne, René. Danke für Vertrauen. Die Südklang-Familie ist immer größer. Unsere Südklang-Freunde haben gesehen, auch solche Leute haben wir in Familie, die das solche Sachen machen, was die Garten, Tische, Bänkel, alles Mögliche, Liegestühle, habt ihr gesehen. Auf alle Fälle, ganz einfach noch einmal durchgehen den Video oder am besten ist bei Walter, bei Holzbirke anzurufen oder heute ist Internet alles, www.holz-birke.at und da können sich alles anschauen, Produkt bestellen. Der Walter würde schon alles organisieren, dass das zu euch kommt, auch wenn Sie aus Ostfriesland zu Hause sind. Das schaffen wir. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das tatsächlich. Ja. Danke nochmal. Danke dir, René, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon an August, wenn du wieder zu mir kommst. Das wird wunderschön werden. Genau, zum Seminar. Nicht vergessen, meine lieben Seminare sind noch offen. Nächste Woche sind wir in Bernau. In Bernau ist schon ausgebucht. Aber wenn habt ihr Lust, wenn kommt ihr irgendwo von Schwarzwald, nächste Woche am 12., das ist der Samstag, machen wir Abschlusskonzert bei Hotel Löwen, dort wo wir Seminare haben, bei Franz Josef Schmidt. Oder das könnt ihr anschauen, weil wir werden ab Mittwoch nächste Woche alles reinposten. Da könnt ihr vorbeikommen und diesen Abschlusskonzert auch live anschauen. Sonst wenn wir sowieso Live-Übertragung machen. Weißt du, was jetzt Schluss machen? Du spielst noch einen und dann werden wir uns verabschieden. Spielen wir noch eins. Ja, einer geht noch. So. Einer geht noch. So, ein Walzer oder irgendwas, weißt du. Ja, Walzer war schön, gell? Ja, so ein Walzer wäre schön. Da nicht, das nächste Tal, wir sind mal da in Glantal. In Limfers ist das Glantal und dann fast weiter raus und dann kommt das Urgtal. Und der Urgtal gibt es einen wunderschönen uralten Walzer. Den wir probieren spielen gerne. Thank you.
Matthias Birker, wir waren bei ihm in seiner Firma. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend noch. Bleibt uns treu und vergiss hier nicht, die Südklang macht die Seele frei. Tschüss, Vierti, Papa und Vierti. Gute Nacht. Südklang macht die Seele frei. Südklang Steirische Harmonika. Steirische Harmonika macht deine Seele frei.